Am 30. und 31. August 2023 fand ein bedeutsamer Besuch im Burgenland statt, bei dem die burgenländische Landtagspräsidentin Verena Dunst den Landtagspräsidenten Hendrik Hering und seine Delegation aus Rheinland-Pfalz herzlich empfing. Dieses Treffen stellt eine wichtige Gelegenheit dar, um bilaterale Beziehungen zu stärken und Erfahrungen im Bereich sozialer und ökonomischer Projekte auszutauschen. Die Delegation aus Rheinland-Pfalz begann ihren Besuch mit einem Einblick in die sozialökonomische Landschaft des Burgenlandes. Sie besuchten Einrichtungen wie den Sozialen Markt Sonnenmarkt und Mamas Küche in Oberwart sowie die Schatzgrube in Großpetersdorf. Diese Orte spielen eine bedeutende Rolle bei der Unterstützung bedürftiger Menschen und tragen zur sozialen Integration bei. Die Delegation zeigte großes Interesse an den Initiativen und Projekten, die im Burgenland ins Leben gerufen wurden, um Menschen in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen. Herzlich willkommen. Vielleicht darf ich gleich beginnen mit dem Herrn. Ja. Der Herr Geschäftsführer Markus Kaiser von der Volkshilfe, sein Stellvertreter, die Projektleiterin von Mamas Küche und die Marktleiterin vom Sozialmarkt in Büssing, teilweise auch dazu. Ich glaube, ich brauche die Gäste jetzt nicht vorstellen, weil jeder weiß, mit Lebenslauf und Google, wer die Damen und der Herr Präsident ist. Aber vielen Dank. Wir haben uns sehr zurückgenommen beim Mittagessen, weil wir erwarten, dass wir hier Futtermehl speisen können. Sehr schön. Wir würden uns ein anderes Interview wünschen, aber das wird nächstes Mal. Im Oktober bin ich 23 Jahre. 23 Jahre? Ja, wie viel Zeit? War dabei? Fast, ja. Aber die sind natürlich schon unsere. Das sind alles regionale Rezepte. Oh, bitte. Ja, also das sind definitiv traditionelle Rezepte. Wir haben wirklich für jedes Keksel in unserem Sortiment eine eigene Rezeptur. Ja. Von Herzen. Sieht einfach toll aus. Das ist toll. Ja, da sieht man jetzt, das ist Herz drinnen und die Burgenlandsonne. Also das komplette schön. Paket. Das ist so eine eigene Edition. Ich sage auch, dass wir Schuld haben, wir haben gesagt, wir wissen nicht, wie es vom Gepäck vom Flugzeug aus ist. Also es soll nicht so ankommen, dass wir ihnen entspannt haben. Nein. In der Zeitung gesagt, ich hätte gerne Westerwälder, komm ich her, Weihnachtsrezepte, Backrezepte von früher. Ja? Da habe ich 50 Zuschriften gekriegt. Ja, im Sütterli geschrieben und so. Dann habe ich eine Broschüre, ein kleines Buch gemacht. Westerwälder Weihnachtsbäckerei. Und da habe ich schon. Ich habe das 4.000 Euro verkauft. Ja, hört es. Late-Night-Shopping. Es läutet. Hallo. Denkt ihr bitte die Einleitung übernehmen und dann bitte wirklich du, beziehungsweise die Angelika. Herr Präsident, meine Damen, herzlich willkommen im Sonnenmarkt. Dort beginnt es eigentlich bei der Namensgebung. Ich habe vorher gesagt, im Regierungsprogramm. Übrigens, bei uns ist es so, dass die Regierung jährlich einen Bericht an jeden Haushalt schickt. Ja. Am Beginn wird gesagt, das haben wir 1, 2, 3, 4 in diesen Zuständigkeiten vor. Und am Ende wird Bilanz gezogen. Jedes Jahr? Ja. Ui. Ja. Da ist genau zu diesem Kapitel das passiert. Ja. Und das ist eben ein Teil der Regierungserklärung, diesen Sonnenmarkt. Was wir versucht haben, ist, wir haben es ein bisschen unterschätzt, weil Oberwart doch eine Stadt ist, weil man da vorbeifährt, weil Menschen sehen, dass Menschen reingehen. In dieses Haus, und wir haben daraus gelernt, in diesem Haus, dieses Haus kommt nur mit Karte. Aber, deswegen gibt es ein Kaffeehaus, jeder ist eingeladen, das propagieren wir auch, da einen Kaffee zu trinken. Das ist egal, was er verdient. Wenn er dahin übergeht, dann braucht er, und wir zeigen Ihnen das gleich, und der Herr Geschäftsführer wird das vorstellen, die Einkommensgrenzen, dann braucht er wirklich einen Nachweis, sonst kann er da nicht einkaufen. Da bekommt er mit Ausweis natürlich den Kaffee fast geschenkt, und der
durchschnittliche Einkommensbezieher, der trinkt halt seinen Kaffee, glaube ich, um 2,50 Euro oder so. Wie kommen wir zu den Waren? Also da haben wir natürlich eine Kooperation mit Mamas Küche, die ist ja nicht weit weg, und Kaffee. Und da bekommen wir die Waren, das sind nicht abgelaufene Waren, klar, das darf man ja nicht. Aber das ist die Sache, dass wir wirklich schauen müssen, dass wir uns anbieten. Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel. Das wirklich, Sie werden sehen, bitte schauen Sie da durch, wirklich zu Preisen, zu Spottpreisen. Also da kannst du da wirklich für eine Familie 30 Euro für eine Woche einkaufen. Das geht sich aus. Sie werden sehen. Also, gegen die Leiterin, weil die nämlich im Tagesgeschäft drin ist, aber das ist unser Folder, so wie wir das bewerben. Und zwar erklären wir den Menschen, dass sie einkaufen gehen können, wenn sie unter der Armutsschwelle sind. Und das sind die Umsiegzahlen, die wir nicht nehmen jedes Jahr, wo wir sagen, okay, wenn ihr drunter seid, könnt ihr einkaufen gehen. Die Kosten sind ungefähr ein Drittel des Marktpreises im normalen Supermarkt. Das heißt, wir bekommen von den Geschäften rundherum, bekommen wir die Waren, die holen sie jeden Tag von wie viele? 5 Geschäften vielleicht pro Tag? Von 12 Geschäften. Inklusive 12 sogar? Also wir haben da verschiedene Routen, holen die Waren, bereiten sie vor, schlichten sie ein und dann warten schon draußen die Bevölkerung, kommt schon rein. Und wir haben hier am Standort ungefähr 80 Einkäufe pro Tag. Und man merkt, es ist vieles weg. Und morgen in der Früh um 6 Uhr, 7 Uhr startet die Tour wieder. Es wird wieder angeräumt und dann ist der Markt wieder komplett voll. Secondhand-Laden. Also alles, was man hier kaufen kann und sieht, ist, sind gebrauchte Waren, die uns die Bevölkerung wirklich schenkt. Also alles kommt gratis her. Und für uns ist ein großes Anliegen, dass wir das so herrichten hier, dass wenn man reingeht, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist in einem richtigen Geschäft und man fühlt sich wohl. Und man kauft hier wirklich Schmuckstücke. Also wir haben dahinter ein Soundkonzept, was eine Musik spielt. Wir haben ein Duftkonzept daraus, wo man sagt, jahreszeitmäßig werden Düfte auch abgespielt und alles. Und unsere Mitarbeiter richten wirklich alles so her, dass vieles gleich ins Auge sticht. Aber bitte, Nelly. Ja, genau. Also wir verfolgen in der Schatzgrube 2 Ziele. Auf der einen Seite geben wir alten Sachen einen neuen Sinn. Das heißt, Menschen, die Sachen nicht mehr zu Hause brauchen, schenken sie uns. Und ja, zu uns kommen die Leute und kaufen sie dann und verwenden diese dann weiter. Das heißt, wir schonen die Umwelt auch damit. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite, was auch sehr wichtig ist, wir haben 7 Transitmitarbeiter, Mitarbeiterinnen, mit denen wir versuchen, einen Job in der freien Wirtschaft zu finden. Das heißt, bei uns arbeiten Menschen, die schon länger arbeitslos sind, 50 plus oder Wiedereinsteigerinnen. Und die Schatzgruppe ist ein Sprungbrett wieder auf den ersten Arbeitsmarkt. Bitte sich einfach, aber bitte dann auch im Lager, dass man sich... Ist der jetzt gut zum Verkauf hier Herr Präsident, Sie haben heute Erfolgsprojekte von unserer Landtagspräsidentin und ehrenamtliche Volkshilfepräsidentin besucht. Wie sind Ihre Eindrücke? Ich bin begeistert, was die Frau Landtagspräsidentin in ihren ehrenamtlichen Aufgaben auf den Weg gebracht hat. So sieht eine solidarische Gesellschaft aus, dass wir sagen, ja, wir wollen Menschen, die auf der Sonnenseite des Lebens helfen, helfen, wieder selbstbestimmt arbeiten, dass aus dem hier die qualifiziert werden, wieder in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden. Und dann bin ich begeistert, welche Herzlichkeit das geschieht. Jetzt gerade hier in dem Laden der Schatztruhe sind, wie liebevoll die Produkte präsentiert werden. Wir sagen, ja, ich habe noch Dinge zu Hause, die sind eigentlich noch wertvoll, zu schade wegzuwerfen. Hier verbinden Sie eine sinnvolle Verwertung. Das ist auch ein, für den Umweltschutz ist das eine ganz wichtige Sache, nachhaltig wirtschaften, Dinge länger zu nutzen.
Und das stärkt doch eine Gesellschaft, wenn man eben die Möglichkeiten hat, wie auch in Mamas Küche, die wir auch gesehen haben. Ich bin von allen drei Projekten begeistert, bin bewusst ins Burgenland gekommen, um auch für Deutschland zu lernen, für Rheinland-Pfalz zu lernen. Vielleicht kann das ein oder andere Projekt auch umgesetzt werden. Die Ideen nehmen wir mit nach Rheinland-Pfalz. Wenn Sie sagen, Burgenland zu lernen, gibt es solche Projekte auch in Deutschland? Es gibt ähnliche Projekte auch in Deutschland, auch wie hier von der Volkshilfe, von der Arbeiterwohlfahrt, auch von kirchlichen Organisationen. Aber es wird hier mit einer besonderen Liebenswürdigkeit, einem besonderen Engagement gemacht, auch mit besonderem Engagement des Landes, die Projekte auch bewusst fördert und damit sie ermöglicht. In der Umsetzung kann man lernen, wie gesagt, es gibt es auch in Deutschland, aber hier kann man lernen, wie man sie umsetzt. Und deswegen war das ganz hilfreich für mich, der Besuch. Das heißt, sowas wie die Mama-Küche, nehme ich an, Sie haben Kekse ausprobiert, das haben geschmeckt. Oder die Sonnenmarkt, ja. Schatzgrube, ja. Das können Sie vorstellen, in Deutschland auch zum Aufbauen. Also Mamas Küche, ganz begeistert, regionale Produkte so hochwertig zu produzieren, das gibt auch für die Transferarbeitskräfte, ja, die ja daran mitwirken, eine ganz andere Wertschätzung sein. Ich habe mitgewirkt, ganz hochwertige Produkte zu produzieren, die ja bei Hochzeiten als Delikatesse präsentiert werden. Das ist ja mit Mamas Küche, den besonderen Keks, die fantastisch schmecken, darf Gott sei Dank welche mit nach Deutschland nehmen, dann kann ich das auch zu Hause der Familie zeigen, also ganz hervorragende Produkte. Und was auch, glaube ich, wichtig ist, wir haben auch die Tafel natürlich, die einmal in der Woche Ausgabe und manchmal einmal im Monat Ausgabe hat. Aber der Sonnenmarkt täglich geöffnet, dann können wirklich Bedürftige ihren Bedarf abdecken. Und damit, wenn sie geringe Einkommen haben, dann eben ganz anders am Leben teilnehmen. Auch davon kann man wirklich lernen, wie das hier umgesetzt wird. Und deswegen bin ich froh, hier gewesen zu sein. Aber die drei Stationen sind nicht die einzigen Stationen. Wie ich habe gehört, Sie werden weiter in Eisenstadt über die Gesundheitssystem, Ärzte, sowie die Bekannte für die Burgenland pflegende Angehörige auch Informationen holen. Das Wichtigste ist auch eine ganz entscheidende Motivation gewesen. Wir sind überall in Europa vor der Herausforderung, dass wir eine älter werdende Gesellschaft sind, dass der Pflegebedarf deutlich größer wird. Und hier bin ich sehr daran interessiert, wie das im Burgenland organisiert ist, dass Pflegekräfte, die zu Hause ihre Angehörigen pflegen, vom Land angestellt werden, damit in Sozialversicherungskassen einzahlen. Das finde ich sehr interessant, das will ich mir im Detail anschauen, aber auch, was man macht, um Ärzte hier am Burgenland zu binden. Das sind die Herausforderungen, die haben wir überall. Da können wir voneinander lernen, wie es uns gelingt, eine Gesundheitsversorgung, aber insbesondere eine Pflegeinfrastruktur aufrechtzuerhalten in einer Zeit, wo wir alle Gott sei Dank älter werden, aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir pflegebedürftig sein, irgendwann auch größer wird. Abschließend kann man sagen, Resümee, Sie haben genug und viel im Burgenland gesehen und dazu gelernt. Wir haben viel gesehen im Burgenland, man kann vieles im Burgenland lernen und es ist ein fantastisch wunderschönes Land. Ja. Es lohnt hier auch Urlaub zu machen und das war mit Sicherheit das letzte Mal, dass ich im Burgenland gewesen bin. Also ein wunderschönes Land mit wunderschönen Menschen, tollen Ideen und heute Abend werden wir auch Gelegenheit haben, die Küche und den guten Wein aus dem Burgenland zu probieren. Dann kann ich nur sagen, danke für die Interview und ich hoffe, wir sehen uns wieder im Burgenland. Sehr gerne, beim nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Kurz stehen bleiben. Frau Präsidentin, heute hochbesucht aus Deutschland. Der deutsche Präsident hat Sie Erfolgsprojekte von Ihnen angeschaut und ziemlich viele Fragen gestellt. Wie sehen Sie heutigen Tag? Begonnen hat unsere Bekanntschaft mit dem Herrn Präsidenten von Rheinland-Pfalz so, dass ich ihn kennengelernt habe auf einer österreich-deutschen Landtagspräsidentinnenkonferenz in Deutschland. Und er hat sie auch andere, weil es kommt auch noch Sachsen und so weiter. Und wir sind ins Reden gekommen, weil es ja darum ging, sich auszutauschen. Wie arbeitet man, was gibt es im Land für Probleme, was gibt es für Themenstellungen. Und dann habe ich ihm erzählt, heute daher der Schwerpunkt von ihm ausgesucht im Sozialbereich. Ich habe ihm erzählt von unseren Sozialmärkten, Sonnenmärkten. Ich habe ihm erzählt von der Schatzgrube, wir haben Mamas Küche besucht. Und er hat sofort Gefallen gefunden und morgen wird der Herr Präsident ins Gespräch kommen mit Mitarbeitern der Landesregierung aus den verschiedenen Referaten. Und morgen geht es ihm darum, wie handeln wir beispielsweise, dass die Pflegeangehörigen angestellt sind,
wie machen wir das mit den Ärzten, die neuen Pflegestützpunkte und so weiter. Also morgen wird Gesundheit und Pflege im Mittelpunkt stehen und heute die soziale Arbeit. Er ist begeistert natürlich. Nebenbei tauschen wir uns auch aus. Er findet es großartig, dass wir beispielsweise Kinderkrippen, Kindergärten gratis haben, wie wir das Ganze organisieren. Kann sicher sehr viel mitnehmen. Auf der anderen Seite höre ich natürlich von ihm, wo ich das fürs Burgenland abschauen kann, und der Austausch ist immer gut. Und ich bin sehr froh, er hat auch die Landtagsdirektorin mit und für außenpolitische Arbeit von Rheinland-Pfalz auch eine Mitarbeiterin, und das ist heute und morgen sehr intensiv im Austausch mit Deutschland. Aber für die Burgenland stolzer Tag. Absolut. Wenn aus Deutschland jemand anreist per Flugzeug und sich 2 Tage Zeit nimmt, um diese Erfolgsprojekte zu sehen, dann ist das natürlich für das Burgenland ein großes Kompliment. Deswegen nehme ich mir Zeit und bin mit Stolz und Freude mit dabei.